Hallihallo, Hallöle! Ich habe gedacht, ich mache ein Video zum Thema zu zweit reisen oder alleine reisen. Weil das Thema ist ganz, ganz häufig, habe ich das diskutiert mit Travel-Freunden, Leuten, die ich in Hostels kennengelernt habe, Fremden, die mich danach gefragt haben. Und dann habe ich gedacht, ich mache da jetzt einfach mal ein Video zu. Und zwar bin ich ja eigentlich von Anfang an alleine am Reisen. Ich war die ersten 2,5 Monate in Asien fast nur in Hotels unterwegs, was somit ein Fehler war, weil ich dann echt schon ein bisschen Heimweh bekommen habe. Zwar Leute kennengelernt, aber nicht so viel. Und dann in Australien bin ich in den Hostels gewesen, habe mehr Leute kennengelernt. Bin ja mit Barbara in Cadbury gewesen, bin mit den Jungs und Katharina nachher auf dem Roadtrip und all solche Geschichten. Das hat sich ja durchgezogen. Genauso wie Johanna habe ich in Fidschi getroffen. Die habt ihr kurz da schon mal gesehen. Dann haben wir uns in Sydney wieder getroffen, haben dann entschieden, dass wir zusammen die USA noch machen, weil ich das eh schon geplant hatte. Dann hat sie sich angeschlossen. Und so ist das irgendwie die ganze Zeit. Also wenn man alleine reisen will, kann man das. Wenn man zu zweit reisen möchte, kann man das auch. Die Sache ist die, ich würde jeden hundertprozentig empfehlen, macht einmal eine Reise alleine oder zwei Reisen oder drei oder keine Ahnung. Weil wenn man alleine reist, lernt man unwahrscheinlich viele Leute kennen. Man wird offener, weil man muss sich mehr zutrauen. Man lernt sich selber kennen. Man lernt seine Grenzen kennen. Weil man kann sich auch nicht immer auf jeden dann verlassen. Und man muss sich halt, man muss lernen, sich auf sich selber zu verlassen und darauf zu verlassen, wie man reagiert in Grenzsituationen zum Beispiel. Die andere Sache ist die, wenn man zu zweit reist, hast du halt immer jemanden, mit dem du sprechen kannst. Es kommt darauf an, wie derjenige reagiert, aber im Normalfall hast du einen Ansprechpartner, wenn du was Geiles siehst, wenn dich irgendwas stört, du bist gestresst, der bringt dich runter. Oder auch wenn man sich streitet, aber man streitet sich und es geht nicht alles so viel im Kopf ab, man hängt nicht so viel am Handy oder sonstiges. Wenn man in Hostels ist zu zweit, ist es wiederum ein bisschen schwieriger, also es kommt auf die Person drauf an, aber in den meisten Fällen ist man so auf seinen Freund fixiert, dass man gar nicht so krass offen auf andere zugeht und das fällt natürlich schon auf. Deswegen, gerade wenn es darum geht, Leute kennenzulernen, ist es auf jeden Fall besser, alleine zu reisen. Was man auch sagt, und das habe ich halt viel im Internet gelesen, ich kann nicht sagen, ob es stimmt, aber wenn ihr einen Partner habt, solltet ihr auf jeden Fall mit dem zusammen eine Backpacking-Tour machen oder eine Weltreise, weil bei so einer Reise stellt sich heraus, ob ihr fürs Leben gemacht seid, zusammen oder nicht. Ob ihr heiratet, wie auch immer. Oder ob ihr getrennte Wege geht, in der Reise oder danach. Es kommen so viele Situationen auf euch zu, wo ihr flexibel entscheiden müsst, wo ihr mit den anderen Kompromisse eingehen müsst. Und wenn ihr das nicht könnt oder nicht dazu bereit seid, dann kann daran schon mal eine Beziehung scheitern. Weil es gibt unterschiedliche Travel-Typen und das muss passen. Und manchmal, wenn es nicht passt, dann crasht das halt. Und das ist mir mit meinen Travel-Partnern auch passiert. Wir hatten super Tage, wir hatten manchmal auch Stress zusammen. Das war mir vornherein klar, weil jede Person ist irgendwo auch schwierig und nicht jeder geht gerne Kompromisse ein, vor allen Dingen, wenn er schon so lange alleine auch unterwegs war. Und da muss man sich immer auf den anderen einlassen und manche können das und manche nicht. Manche versuchen den Mittelweg und scheitern trotzdem. Ich würde aber trotzdem jedem, der auch in einer Beziehung ist, raten, macht trotzdem eine Reise alleine, weil ihr kommt ganz anders wieder. Ich bin ja meine Reisen verändert, weil du so viele Erfahrungen machst, die du zu Hause nicht machst. Zum Beispiel habe ich Caitlin kennengelernt aus Washington DC, die mich im Millennium Park angesprochen hat in Chicago. Daraufhin sind wir dann am Harbor spazieren gegangen und dann hat uns ein älterer Mann angesprochen, gefragt, ob wir segeln gehen wollen. Und wir haben uns beide angeguckt und ich habe gesagt, ja klar, machen wir das. Wir sind zu zweit, man hatte kein komisches Bauchgefühl, es war ein Familienvater und der hat uns kostenlos auf den Chicago-Fluss, Ocean River, See, hat er uns mit rausgenommen und war 2,5 Stunden oder 3 Stunden, glaube ich, sogar mit uns da segeln. Und so eine Erfahrung machst du eigentlich eher selten, wenn du zu Hause bist, arbeitest, Sport machst, deinen Alltag hast.
deswegen würde ich jedem empfehlen, macht eine Reise alleine. Weil gerade auch in Grenzsituationen lernt ihr weiterzukommen oder zu sagen, hey, das war nicht meins, aber ich lerne daraus. Und eigentlich lernt man aus schlechten Situationen mehr als aus immer super guten Situationen. Und deswegen bin ich der Meinung zu sagen, hey, jeder sollte eine Reise alleine machen. Und was kurios ist, was ich festgestellt habe auf meinen Reisen, ich habe Jungs mehr zusammenhocken gesehen als Frauen. Also die Männer sind immer in so Grüppchen gereist und die Frauen, die waren immer alleine unterwegs. Und ich hatte in Manila jemanden kennengelernt aus der UK, der sich von seinen Kumpels getrennt hatte und der war total unsicher im Alleinereisen. Der war 27 und war total unwohl und hat sich sofort Leute gesucht, denen er sich anschließen konnte, weil, also auch gerade so Dudes, so weil der halt nicht alleine sein wollte. Und das ist total krass und das, eigentlich wird ja immer gesagt, Frauen gehen immer nur zusammen aufs Klo, aber die Männer reisen immer nur zusammen. So, ich habe bis jetzt kaum Kerle gesehen, die wirklich, okay, vielleicht Nico, aber der hatte auch immer jemanden, also ich habe keine Ahnung. Aber also das habe ich so festgestellt, dass die Kerle echt immer viel zusammen unterwegs waren oder sofort einen Kumpel gefunden haben oder keine Ahnung. Und bei Frauen ist das so, also ich habe viele Frauen oder Mädels kennengelernt, die es einfach genossen haben, nachher alleine zu reisen und zu sagen, ich lerne so viele Leute kennen und dann ist es gut, wenn ich mit einer Woche mit denen was mache. Und dann treffe ich die in Deutschland vielleicht nochmal wieder oder auch nicht, aber ich hatte eine geile Zeit und dann geht's weiter. So, ja, also richtig krass, aber macht auf jeden Fall alleine reisen. Das lohnt sich. Ganz, ganz toll. Bei mir ist es sogar so krass, dass ich jetzt schon sage, ich weiß nicht, ob ich wieder nach Hause möchte, weil das Reisefieber so krass ist, dass ich mir einen Alltag nicht mehr vorstellen kann. Und ich glaube, das wird ganz, ganz komisch, zu Hause anzukommen, aber das ist ein anderes Thema. Deswegen schließe ich das für heute ab. Das war mal so ein kurzer Einblick zwischen, was mir so auf Reisen durch den Kopf geht und wie ich das empfinde. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann!